Ach, bis gestern war es doch die beste aller Welten für die Wall Street. Eine Fed, die praktisch die Märkte mit Liquidität geradezu ersäuft. Und dann eben noch diese Stimulusprogramme von Joe Biden. Mehr geht nicht. Beste aller Welten, beste aller denkbaren Welten. Totaler Free Lunch. Aber jetzt stellt sich raus, es gibt vielleicht doch keinen Free Lunch. Wer gut speist in Restaurants, der muss dann eben auch die Rechnung bezahlen. Und die Rechnung hatten diejenigen, die gerne und gut gespeist haben, offenkundig nicht so auf dem Zettel gehabt, hatten das nicht so wirklich kalkuliert, obwohl doch eigentlich klar war, dass mit Joe Biden im Gegensatz zu Donald Trump doch eher ein Prozess Richtung Main Street, weg von der Wall Street passieren sollte, nachdem Trump ja absoluter Fan der Wall Street war, vor allem den Unternehmen und der Wall Street das Geld geradezu in die Tasche geschaufelt hat. Und da war klar, das wird nicht so weitergehen, aber das hat man in der besten aller Welten ein bisschen verdrängt. Erst der Stimulus, jetzt die Rechnung, genau das ist das Thema und heute wird es spannend, meine Damen und Herren. Und ich habe ein paar vielleicht interessante Grafiken für Sie aufbereitet. Zunächst mal, was wirklich auch auffällig ist, wenn man verstehen will, in welcher Parallelwelt letztendlich die Finanzmärkte leben, dass die Anhebung dieser Steuer auf 39,6%, das kann dann mit anderen Steuern kombiniert 43,4% Kapitalertragssteuer geben. Diese Meldung kam schon Stunden vorher durch die New York Times. Null Reaktion an den Märkten. Dann flimmerte diese Story über die Bloomberg Terminals, die in allen Banken, bei allen Hedgefonds benutzt werden. Und bums, der Markt plötzlich schockiert. Also man sieht, man lebt da in einer eigenen Welt. Was auf Bloomberg Terminals nicht vorkommt, ist nicht der Fall. Ist nicht relevant. Dementsprechend ist allein das schon sprechend, wie die Finanzmärkte letztendlich sich in einer Bubble bewegen. Eine Wahrnehmungsbubble, könnte man sagen. Wall Street war nicht amused und wir schauen uns mal an, was das bedeuten kann. Es kann zum Beispiel sein, dass dann der eine oder andere sogar mehr als 50% Kapitalertragssteuer zahlt, weil dann eben in einzelnen Bundesstaaten wie Kalifornien und New York nochmal extra solche kleinen Anteile der Kapitalertragssteuer dazukommen. Also das würde richtig teuer, das würde richtig bitter werden für den einen oder anderen. Und hier schreibt Bloomberg eben, ja, es ist die Wall Street hat den Stimulus genossen, aber jetzt ist eben Zeit für die Rechnung. Und das ist das, was die Märkte so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt hat. Ein guter Kommentar, ein interessanter Kommentar gestern auf Finanzmarktwelt. Irgendwer wird die über 10-jährige Umverteilungsparty mindestens teilweise bezahlen müssen. Da Biden schon mehrmals angedeutet hat, dass logischerweise das Geld eher bei den Umverteilungsgewinnern zu holen ist, muss die Steuerdiskussion zum Thema werden. Exakt. Die Überraschung könnte sein, dass nicht die Geld- und Zinspolitik die Party beendet, sondern die Steuerpolitik. Wenn die vollgefressenen und besoffenen Partygänger merken, dass sie das Saufgelage selber berappen müssen, also bezahlen müssen, werden sie schnell nüchtern werden. Da könnte durchaus etwas dran sein. Goldman Sachs hat geschrieben, ja, es ist keine Überraschung, dass das kommt, aber wir glauben, so Goldman, dass die ganze Geschichte dann so um und bei 28% als Kompromiss sich einpendeln wird. Noch ist ja überhaupt nicht klar, kommt das wirklich, aber es ist wie ein Damoklesschwert, das natürlich jetzt über den Märkten hängt. Also hier sagt man, ja, 28% wäre ein guter Kompromiss. Das Ganze wird nicht vor Mai realisiert und das halte ich für wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, denke ich, ist, was der Goldman Sachs hier sagt, dass das Ganze dann zum 1. Januar 2022 kommen wird. Nein, das wird rückwirkend kommen seit 1. Januar 2021. Warum? Wenn klar ist, dass am 1. Januar 2022 die Kapitalertragssteuer deutlich angehoben wird, dann wollen alle vorher nochmal verkaufen. Dann würden wir also einen massiven Sell-off an den Märkten erleben und das will keiner. Dementsprechend wäre ich da nicht bei Goldman Sachs. Schauen wir uns hier mal die letzte Geschichte an, derzeit die Kapitalertragssteuer mit allen Geschichten zusammen, maximal 20%, das ist Donald, der hatte dafür gesorgt, dass die ganze Geschichte auf 15% fällt als Maximum, dann kommen wie gesagt noch so ein paar extra Dinge dazu, maximal also 20%. Die Wall Street hat damals gejubelt, wir erinnern uns, Ende 2017 wurde das dann unterschrieben, dann hatten wir diese massive Rallye
in Vorfreude auf die Unternehmenssteuerreform, die hatte man zwischenzeitlich abgeschrieben, dann wieder doch eingepreist oder musste sie einpreisen. Dann hatten wir im Dezember 2017 eine massive Rallye, die ging bis Mitte Januar 2018 und dann gab es einen Buy the Rumor, Sell the Fact-Effekt. Also hier, das war sozusagen diese große Umverteilung, vor allem in die Unternehmen, vor allem an die Wall Street, die Donald Trump gemacht hat, der Anwalt der kleinen Leute, ja, ja, ganz sicher. Die einen oder anderen haben von ihm sehr, sehr profitiert, die anderen etwas weniger. Aber schauen wir uns hier mal an, welche Sektoren möglicherweise ein Problem bekommen, wenn wir jetzt uns mal überlegen, aha, Kapitalertragssteuer wird angehoben. Das heißt, für diejenigen, die verkaufen, die müssen mehr Steuern bezahlen. Wer wird also da sozusagen geneigt sein, am ehesten die Dinge zu realisieren oder welche Sektoren sind am meisten betroffen? Und die Antwort ist Tech, denn dort sind in den letzten Jahren schlichtweg die größten Gewinne angefallen, wie hier ein CEO eines Hedgefonds schreibt, das ist klar, da ist der Kuchen am größten geworden in den letzten Jahren. Dementsprechend dürfte das der Sektor sein, der am sensitivsten ist. Und wenn wir uns mal die Vergangenheit anschauen, zwischen 1986 und 88, eine Phase, in der die Kapitalertragssteuer angehoben wurde, dann waren diese High-Momentum-Aktien in Relation zum Gesamtmarkt schwächer. Klar, weil da meistens eben die Gewinne angefallen sind und das sozusagen dann von einem Vorteil zu einem Nachteil wird. Also das könnte für Tech die nächste Belastung sein. Und dass diese ganze Geschichte, naja, nicht aus dem Nichts kommt. Nötig ist wahrscheinlich sogar mit dieser Kapitalertragssteuer. Letztendlich geht es darum, das Auseinanderklaffen der Gesellschaft in den USA, das ja ohnehin schon extrem ist zwischen Reichen und Armen, dass diese Spanne nicht noch größer wird, denn es zerreißt die Gesellschaft. Wie gespalten die Gesellschaft in den USA ist, haben wir schon gesehen. Jetzt ist zum Beispiel die Tatsache die, wie Sie hier in diesem Chart, den ich gestern schon mal gezeigt habe, entnehmen können, dass die Steuer für normale Menschen sozusagen konstant nach oben gegangen ist. Blau hier, dass die Grafik für Unternehmen, da hat sich nicht viel getan. Unternehmen zahlen jetzt insgesamt weniger als 1% der gesamten Steuereinnahmen der USA. Das sagt so ziemlich alles. Da ist also durchaus den Unternehmen Gutes getan worden in den letzten Jahren. Und hier sehen wir mal, wer besitzt denn eigentlich was? Die obersten 1% besitzen ein Vielfaches von dem, was die untersten 50% besitzen an Equities, also an Aktien. Also eine extreme Ungleichverteilung, die immer krasser geworden ist, die immer stärker geworden ist. Und deswegen reagieren die Märkte. Die Top 1% halten eben mehr als 50% der Aktien und genau die sind es jetzt, die sich natürlich darüber ärgern, über diese potenzielle Anhebung der Kapitalertragssteuer. Aber eine Umverteilung von der Wall Street zur Main Street ist wahrscheinlich nötig, damit diese Gesellschaft nicht explodiert. Grundsätzlich bin ich immer für Freiheit und für freie Märkte. Also eher dem Liberalismus zugeneigt, der sagt, naja, bevor wir überhaupt etwas verteilen können, müssen wir es auch erstmal erwirtschaften, während die Linke ja sagt, ja, oder die Priorität vor allem auf die Verteilung legt und erst die dritte oder vierte Frage stellt, naja, was können wir eigentlich verteilen oder wie sorgen wir dafür, dass überhaupt etwas entsteht, was wir dann verteilen können. Das stört mich immer so ein bisschen in diesen natürlich sehr schön klingenden gerechten Worten. Wir müssen gerechte Gesellschaften schaffen. Ja, aber lasst uns doch erstmal die Basis schaffen, damit wir gerecht sein können. Das ist doch genau der Punkt. Jetzt gucken wir das an, was hier Mohammed El-Erian sagt und das spielt in diesen Kontext hier rein. Die Märkte haben sich sehr stark auf diese Kapitalertragssteuergeschichte fokussiert, aber es geht grundsätzlich um eine Neubewertung dessen, was man das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit bezeichnen kann. Und wir müssen uns ja auch vorstellen, Joe Biden ist durchaus unter Druck auch von der Linken, den linken Demokraten, die sozusagen in der Besetzung des Kabinetts, der Ministerposten ziemlich kurz gekommen sind. Er muss aber diesen Flügel berücksichtigen und das ist in diesem Kontext zu sehen jetzt mit dieser Kapitalertragssteuer. Das ist etwas, wo ja nur relativ wenige betroffen sind. Die meisten sind nicht davon betroffen. Also wahltechnisch ist das jetzt nicht ein Desaster. Und es kommt eben der Linken zugute. Und natürlich, Arbeit wird ständig abgewertet, tendenziell in den letzten Jahren, Kapital ständig aufgewertet. Dieser Prozess muss irgendwie wieder in ein Gleichgewicht kommen. Das wäre schon wichtig. Und schauen wir uns hier mal die Steuergeschichte der USA an, wenn die Verschuldung nach oben geht. Hier weiße Grafik, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg.
da wurden dann die Steuern angehoben. Jetzt explodieren die Schulden und die Steuern sind nach wie vor ganz, ganz unten. Wie gesagt, wer sich verschuldet, muss irgendwann schon gucken, dass er die ganze Geschichte refinanzieren kann. Es gibt kein Free Lunch, auch für Staaten nicht. Das ist ja das Mantra, was uns MMT, Modern Monetary Theory, so muss es heißen. Ja, früher Morgengeld, der Fugmann ist ja noch nicht ganz bei Sinnen. Jedenfalls, da verspricht man uns ja Wunderdinge, der Staat kann Geld drucken unbegrenzt, solange da keine Inflation entsteht, ist alles gut. Das ist natürlich Bullshit, aber es ist eben teilweise geglaubt. Jetzt dürfte also hier auch diese Differenz zwischen der weißen und der roten Linie ein bisschen geringer werden. Schauen wir uns gestern die Aktienmärkte mal an. Dow Jones, ja, vorher deutlich im Plus, dann ins Minus gedreht. Der WIX, die Vola um 7% gestiegen. Nasdaq doch schwächer. Wie gesagt, die Tech-Werte dürften davon am stärksten betroffen sein. Wenn wir uns die Sektoren anschauen, mal hier Real Estate, Healthcare, waren noch die besten, also defensive Sektoren unten Technology und Materials, eben die Reflation Trades. Wenn wir uns den S&P 500 mal anschauen, der Versuch hier oben, Spider, also das maßgebliche ETF auf den S&P 500, der versucht in diesen Aufwärtstrendkanal wieder reinzukommen, dann aber unsanft herausgeglitten wieder, und beim WIX sehen wir, dass sich die Bollinger Bänder, unten die Grafik, die Bollinger Bänder stark verengen. Normalerweise deutet das auf eine größere Bewegung hin. Das zumindest zeigt die Vergangenheit. Oben auch der RSI deutet diese Bewegung an. Die Wahrscheinlichkeit, dass der WIX höher geht, ist in dieser Konstellation aus meiner Sicht höher, als dass er runtergeht. Und wir haben, wenn wir uns jetzt mal hier die Situation anschauen, was eigentlich die Qualität betrifft, dann sehen wir, dass jetzt die Firmen, die Geld verlieren, eine Marktkapitalisierung haben, die genauso hoch ist, sogar jetzt ein bisschen höher ist, als auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase. Und jemand, der gerne solche Firmen, die Geld verbrennen, aber ganz großartige Zukunft haben, wie so viele Unternehmen in der Dotcom-Blase eine ganz, ganz großartige Zukunft hatten, bevor sie pleite gingen. Cassie Wood hier unten ist eine Spezialistin, die hochgehebelt in diesen Dingen sitzt, in diesen Firmen sitzt. Hurra, das muss gut gehen. Es hätte noch immer Jorge Young sagen, Girl, na. Und diese ganze Rallye, die passiert auf Pump, wie gestern Wolfgang Müller in einem Artikel nochmal klar gemacht hat. Kursanstiege und Wertpapierkredite in der unteren Grafik sehen wir rot, oder das ist der rote Graph, zeigt den Anstieg des Margin Debt, also der Hebelung, das, was man auf Kredit spekuliert, das läuft sehr parallel mit dem S&P 500. Und hier sehen wir die Änderung des Margin Debts im Vergleich zum Vorjahr. Boom, skyrocketing, Viagra technisch. Oder das hat praktische Viagra-Aspekte. Und es sind aber nicht nur gestern die Aktienmärkte unter Druck gekommen, sondern auch andere Dinge, dazu gleich mehr. Aber jetzt sehen wir hier zum Beispiel Rydex Bull Bear Ratio. Wir sehen ja, dass es praktisch keine Short-Position mehr gibt. Nach GameStop und diesen ganzen Geschichten trauten sich auch viele Hedgefonds keine Short-Position mehr einzugehen, weil sie dann durch einen Internetschwarm möglicherweise gesqueezed und zerschossen werden. Jedenfalls sehen wir S&P immer weiter nach oben und der Anteil der Bären geht immer weiter nach unten. Also ein sehr einseitig positionierter Markt auf der Long-Seite. Und wenn wir uns das mal anschauen hier von CNBC, Rick Santelli, dann sehen wir jetzt, seit Beginn der Corona-Krise ist der S&P weit über 30% gestiegen, aber das Forward Price Earnings Ratio, also das, was praktisch fundamental für die Unternehmen der Fall ist, hat sich schnell groß verändert. Auch hier also eine gewisse Lücke. Und wen es auch erwischt hat, ist Bitcoin, respektive die gesamten Kryptowährungen, nachdem dann eben auch Rumors, Gerüchte aufkamen, dass da auch Krypto-Gewinne deutlich besteuert werden. Yellen to propose capital gain tax as high as 80% for crypto trading. Das würde sozusagen diesem ganzen Kryptohandel natürlich ziemlich das Wasser abgraben. 80%. Nehmen wir mal an, es ist weniger, aber sei es drum, Bitcoin jedenfalls unter die 50.000er Marke gefallen, teilweise sogar unter 49.000, ändert sich ja teilweise relativ schnell. Also auch der Kryptosektor ist hier betroffen. Und das wiederum kann Auswirkungen auf den gesamten Aktienmarkt haben, weil viele, wie gesagt, auch hochgehebelt in Kryptos stehen. Wenn da plötzlich aus Gewinnen dann Verluste werden, dann muss man möglicherweise auch Aktienpositionen realisieren. Ich bin gespannt, was heute passieren wird. Das wird ein sehr, sehr spannender Handelstag. Wie gesagt, eigentlich ist das, was hier passiert, fundamental absolut gerechtfertigt, nämlich im Sinne einer einigermaßen gerechten
friedlichen Gesellschaft, die in den USA so extrem auseinandergedriftet ist, dass jetzt irgendwie diese Differenzen wieder ein bisschen angeglichen werden müssen, sonst fliegt uns dieser ganze Kessel in die Luft. Das soll es erstmal gewesen sein, meine Damen und Herren, das Markeflüster heute etwas früher, weil ich mich dann auf Deutsch gesagt verbieseln werde, woanders hin, raus aus Hamburg, und Ihnen wünsche ich jetzt das Allerbeste, würde mich freuen, wenn wir uns heute Abend dann sehen. Ich sage Servus und ciao.